Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Greedfall. So, letzte Folge haben wir noch mit der guten ehemaligen Gouverneurin hier gesprochen und jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn? Unter Phantom können wir immer noch nicht machen, das passiert automatisch, dann können wir jetzt mal Hauptquest machen, gehe zur alten Mine. Genau, da wollten wir hin. Das können wir doch dann am besten über unser Häuschen tun. Orsay-Platz, ja. Da rein. Und einmal die Reise. Und dann wollen wir hier genau zur alten Mine. Das Lager haben wir ja schon. Und dann dürften wir nach dem Durchqueren der Mine das fehlende Lagerfeuer haben. Von euch will keiner irgendwie quatschen. Wie sieht mein Gewicht aus? 131 ist ja schon wieder so voll. Zeig mal Angebot. Ich dürfte aber eigentlich nichts dabei haben, was irgendwie problematisch ist, oder? Da, da. Da sind die Fraktionskleider, die ich brauche. Alles andere habe ich weg. Ja, ist okay. Aber noch ein bisschen Platz. Reise wieder aufnehmen. Durch die Mine. This is Dietri, the ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. Lady Morange said the ruins would be around here. She must have been talking about Dietri. Wie auch immer. Gucken wir mal. Ach ja, ich erinnere mich, ich kam hier nicht über die Mauer. Das war ja so halb klug programmiert in dem Fall. So, den Händler und alles andere können wir ignorieren. Der will reden und reden will. Ja, komm. Good day. What can I do for you? What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed. Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, I would say. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore. It doesn't come out of the ground by itself. Do you need Ja. Anything else? Wir müssen nur drauf drücken und dann geht das. Talk to me about the mines. It wasn't us that first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come, when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Gut, wir wissen ja schon, wo wir lang müssen, im Prinzip. Ja, und effektiv können wir nicht alle Wege in der Mine gehen, weil wir das Stärke-Attribut nicht haben. Das haben wir ja schon mal. Deswegen gehen wir erstmal oben rechts lang, also die Leiter gleich rechts hoch. Hallo, you lost? No. Why do you ask? It's just that we rarely get visitors. Well then, what can I do for you? Da geht mir die Leiter I'll leave you to it then. Until we meet again. Again. Hier die Leiter hoch. Oh, das war richtig zügig, Mann. Und dann einmal bis zum Ende durch. War es rechte oder linke Seite? Oh, guck mal, da ist was zum Looten.
So. Noch mehr. Genau, hier hoch. Und da, wo ich vorher nicht durchkam, kann ich jetzt das intakte. Kann ich nicht? Ich habe doch schon ein neues Zahnrad gebaut. It worked. We can resume our journey. Sag ich doch. Ach, warte mal. Pass auf. Jetzt habe ich so lange wieder Dark Souls gespielt, um mich ein bisschen vorzubereiten. Dass ich die falschen Tasten zum Angreifen drücke. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich dann wieder in Dark Souls wechsle, mache ich es wieder genau andersrum falsch. Hier greifen wir nämlich mit Viereck an. In Dark Souls greift man mit R1 an und Viereck ist dann das Heilen. Das liegt hier bei uns jetzt auf der nach unten Taste. Aber nur gut. Das Schwert ist schon nett. Ist nicht das geilste, weil sehr langsam. Aber wenn wir mit drei Schlägen so ein Vieh aus den Latschen kloppen, dann kann ich damit leben. So, jetzt wollte ich aber einmal auf die Karte schauen. Okay, ein bisschen rausgesucht. Und da ist noch so ein Weg extra. Da führt's raus. Das heißt, wir gehen erstmal nach hinter uns. Immer schön entgegengesetzt der Richtung, die man tatsächlich einschlagen soll. Nur so entdeckt man dann auch mal was Neues. Falls es etwas zu entdecken gibt, natürlich vorausgesetzt. Da ist ein Blick. Hm. Da oben ist ein ganzes Konstrukt an Brücken, die wir momentan nicht betreten können, wenn ich das richtig sehe. Da geht's auch. Folgen wir dem Pfad hier lang erst einmal. Hm. Ein Werktisch. Na gut, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wobei ich könnte aus dem kaputten Zahnrad auf jeden Fall erst einmal wieder ein komplettes machen. Wer weiß, ob wir das nochmal brauchen. Der Rest ist erstmal mal egal. Dann haben wir einen Werktisch. Da speichert er jetzt gerade. Oh, es gibt auf jeden Fall mehrere Geschosse. Da ist die Leiter. Da ist eine Kiste. Ja, den Stachelhammer hätte ich jetzt nicht unbedingt aufheben müssen. Wenn ich da die Leiter hoch kann, dann kann ich mich da direkt im ersten Bereich einmal oben umschauen. Weil offensichtlich müssen wir die Höhle in die andere Richtung verlassen, um uns Richtung Quest zu begeben. Deswegen wird das schon passen hier. Und Erze kann man sowieso gebrauchen. Wirklich viel Geld kriegt man hier jetzt nicht. Zumindest nicht gefunden. Müssen wir mal Sachen verkaufen. Wie auch immer. Ah. Hier ist eine Leiter nach unten und dann kommen wir
dem Bereich, den wir quasi schon gesehen haben. Auf der Karte. Gucken wir mal, ob hier auch irgendetwas von Interesse ist. Komm, mach kaputt. Das ging von der einen Seite, geht nicht von der anderen Seite. Da haben wir uns eine Abkürzung quasi geschaffen. Viel mehr war hier wohl auch nicht zu erwarten. Wir diese Abkürzung überhaupt jemals brauchen werden, sei mal dahingestellt, denn ich denke, dass wir diesem Pfad so nicht mehr folgen werden. Deswegen gehe ich jetzt auch hier direkt runter, statt die Leiter gleich zu nehmen. So. Vielleicht wäre es auch von der anderen Seite gegangen mit dem Sprengen der Wand. Ich habe es noch nicht bemerkt. Will ich jetzt nicht ausschließen. Da vorne sind Viecher zu verprügeln. Da kann ich nicht lang. Sieht aber interessant aus. Schön, die falsche Taste gedrückt. Things are about to get dicey. Things are about to get dicey. Ich hoffe, ich eigne mir das nicht irgendwo an. Benutzt das noch irgendwo anders. Denn eigentlich ist dieser Spruch, den er leider viel zu häufig verwendet, doch ganz schön nervig. Na, oh, sind wir ein paar nette Sachen in der Truhe. So, hier soll es dann jetzt dunkel werden. Das Ufer der großen Knochen. Glendgnamval. Rumpel die Pumpel. Things are about to get dicey. Ach, guck mal, hier ist doch wieder schön hell. Hier muss es noch irgendwo ein Lagerfeuer geben. Wahrscheinlich dann da. Gucken wir uns erstmal noch die Sonne an. Einmal über die Bucht. Ist so semi-schön. Nette Aussicht. Aber bei weitem nicht überragend. So, in meinem Zimmer gibt es Geräusche, die gibt es nicht. Hier sind dann wohl die Ruinen. Und in den Ruinen werden wir dann doch wohl campieren. Finally, here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. And she was right. These do not resemble native constructions at all. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Ja, da gibt's dann jetzt ein paar Fragezeichen, die wir, oder Ausrufezeichen vielmehr, die wir kontrollieren sollen. Das tun wir dann auch mal. Da gibt es bestimmt auch noch das ein oder andere
Gegnerchen. Oh ja. Auch den einen oder anderen größeren. Das ist doch wieder einer von den Wächtern, oder? Ja. Nandai Glendim. Die hatten wir schon. Das war die Seekreatur. Der war echt gut beizukommen mit der Stase. So, erstmal die Rüstung weg. Dann gib mir mal die taktische Pause. Gib mir eine Technik hier. Einmal die Stasisbeschichtung. Das Gute ist, dass sie nicht auf Zeit geht, sondern tatsächlich Anwendungen. Ich hätte es auch intelligenter machen können, indem ich nicht meine ganzen Angriffe mit der Waffe austeile, sondern die Stase tatsächlich nutze, mit der anderen Angriffe, mit der anderen Waffe draufzuschlagen. Aber ich mache so viel Schaden, dass das ziemlich egal ist. Das ist der zweite Prinz der Meere, den ich auseinandergerissen habe. Und Yatagan, eine neue Waffe bekommt. Den gucken wir uns doch direkt mal an. Der wird auf jeden Fall nicht das Breitschwert ersetzen. Vielleicht aber den Säbel des Offiziers. Nein, wird er nicht. Mit Beweglichkeit 2 kann ich ihn aber vielleicht schon an sie weiterreichen. Ja, das ist doch schon mal ein Boost, den sie verträgt. So. Und jetzt soll ich mich hier irgendwo noch genauer umgucken. Vielleicht das Häuschen hier? Ja, guck mal. Altes und beinahe unleserliches Tagebuch. Es wird immer schwieriger, unsere Position auf der Insel zu halten. Trotz unserer Bemühungen und der vielen Schlachten, die wir gewonnen haben, verlieren wir immer mehr an Boden. Diese Wilden sind beeindruckende Gegner. Die Wurzeln scheinen ihnen zu gehorchen und gigantische Kreaturen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, helfen ihnen. Kreaturen nähern sich und wir sind nicht in der Lage, ihnen entgegenzutreten. Die Lords bereiten sich bereits darauf vor, an Bord der Schiffe zu gehen, die Nauten in unserer Nähe stationiert haben. Wie ich erwartet habe, sagten sie, es gebe nicht genug Platz für alle. Wir werden hier sterben, totgetrampelt von gigantischen, wütenden Monstern. Verflucht seien die Prinzen und ihr Ehrgeiz. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords. And they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. The major part of the journal has faded, and I'm not able to decipher the name of the author. Let's continue our search. We must discover which nation was here. Eure eigene. Und sie haben dich mitgenommen. Oder einen deiner Vorfahren. Da es ja schon sehr lange her ist, wirst du es wahrscheinlich nicht er selbst gewesen sein. Aber ein Teil seiner Familie. Es muss nämlich irgendeinen Grund dafür geben, weshalb er das Mal trägt, das sonst der Insel vorbehalten ist. Für die Schnellen nehme ich noch lieber eine schnelle Waffe. Sie kämpft noch auf der anderen Seite. Ich habe ein Level abgekriegt. Ist jetzt keinem aufgefallen. Da war aber kein Fähigkeitspunkt oder ähnliches. Wäre nämlich sonst eingeblendet worden. So. Ich hoffe, ich kann momentan in dem Spiel tatsächlich das Geklicke des Controllers
raushalten. Ich habe extra alles so eingerichtet, dass das eigentlich klappen sollte. Ich hoffe. So viel nachprüfen tue ich meinen Freunden gar nicht. Uraltes Siegel aus den Ruinen von Didri trägt noch das alte Wappen der Kongregation. This seal. I know the insignia. Even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. What you're seeing doesn't seem to please you. This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. I think the information is pointing to something clear. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives, they were us. It's difficult to admit. And to think that I turned to you to help us against the Bridge Alliance. I do not judge you guilty of the crimes of your ancestors. But this story is known. I know. This will not help our relations with your people, that is certain. It goes to show that times change. To think that you were once conquerors. You're gonna have to pay me more for protection. If it comes out, there will be those who see red. Oh, this must be the reason they kept us in the dark. Constantine is gonna be furious when he learns this. Ja, wir können noch ein bisschen rausfinden. Bis jetzt war meine Vermutung ja ganz gut. Allerdings war das auch ein wenig vorhersehbar. To my health and death to the gathers! So. Also die Kämpfe sind im Regelfall leider nur Formsache und nicht wirklich anspruchsvoll. Also ich habe einen Fähigkeitspunkt. Nur in dem Fall. Was können wir denn da machen? Hier. Granaten brauche ich aber 2 Punkte für. Na dann warten wir noch. Ich wollte auf die Karte gucken. Dankeschön. Ah, jetzt soll ich gar nicht mehr zum letzten. Doch, will ich aber noch. Der ist hier hinten links gewesen. Irgendwo hier oben. Ah, ich mach's schon wieder. Das ist die langsame Waffe. So. Mal, ob es hier noch irgendwo eine Truhe gibt, der ich mich widmen kann. Ein Fass. Hm. Ein alter, rostiger Schlüssel. Moment. Ja. Der wird einen Zweck haben. Wahrscheinlich für die Truhe, die ich aufgebrochen habe. Ist also ziemlich unspannend von der aus der Form heraus. Wo kommen denn jetzt da die Beeren schon wieder her? Ja, oder Wölfe, wie auch immer. Dann können wir jetzt zum Lagerfeuer marschieren. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es jetzt dann zu Konstantin zu reisen, nicht wahr? Und dem davon zu berichten. Berichte, Konstantin. Ja, dieser Ades Wohnsitz. In 12 Stunden sind wir dort. Dann sollten wir jetzt in dem Bereich auch alles erkundet haben. Das ist gut. Und wir können hier am Werktisch mal ganz kurz die schrottige Ausrüstung wiederverwerten. So, den Alchemisten-Rapier möchte ich eigentlich nicht verwerten. Der kommt in die Kiste und
Aber wir könnten dem auch eigentlich... Kann ich hier seine Ausrüstung auch ändern? Dann kriegt er direkt einmal mich... Alchemistenrapier? Jo, da ist er. Das rostige Rapier gegen den Alchemistenrapier. Grundschaden ist etwas schwächer, aber dafür kommt der Elementarschaden dazu. Dann passt das wieder. Und dann können wir den rostigen noch kaputten. Weg damit. Und wir wiegen wieder genauso viel wie vor unserer Abreise. Reise wieder aufnehmen. Ich sitze hier echt nicht bequem. Da muss ich auch noch dran arbeiten. Ups, mal Platz hier. So, Konstantin hat keine Zeit zum Schlafen als Gouverneur. Kann er sich gefälligst mal darum kümmern, was wir für ihn haben. Sind welche, die mit uns reden wollen. Aha. Cousin! You have returned! How did things go? Nicht so gut. Look well. What's happened here? Nothing. Nothing terribly bad in any case. Der lügt doch. I must have eaten something that's having trouble going through me. Seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, dear cousin. We are far from court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? We had a talk with Lady Morange and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the Congregation of Merchants. The Congregation? Us? Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. A Constantine. We have other more immediate matters at hand. Have you met the island governors? Did they speak of their discoveries concerning the Malachor? No, I have not as of yet been able to carry out that mission. I know I have put a great deal on your plate, but this mission is of the highest importance, cousin. I'll get right to it. Have no further concerns. Anything else? Nee, erstmal nicht. Jetzt muss ich noch mit dem letzten Gouverneur reden. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Der sieht echt ein bisschen kränklich aus. Im Übrigen hätte ich es etwas besser gefunden, wenn er gesagt hätte, ich war schon dort und dort. Den letzten muss ich noch aufsuchen, dazu bin ich noch nicht gekommen. Statt, nee, ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, weil er hat halt nur die eine Aufgabe. Der ganze Rest, den er so macht, ist so, ja, privater Zeitvertreib, wenn man so möchte. Auch wenn er damit anderen Leuten hilft, aber es ist tatsächlich so, dass es privater Zeitvertreib ist. So, ich habe hier offensichtlich irgendwie noch nicht alles gefunden. Jetzt überlege ich gerade, welches Lager ich jetzt nehmen muss, um... Nehmen wir Wenschagana. Ich brauche hier nichts verwalten. Wenschagana. Die singenden Gewässer. Gepreiset sei Wenschagonar. Ich glaube, ich nehme mal irgendwann einen NPC so. Wenschagonar. Ich glaube, so spricht man es aus. Zeige er mir die Karte. So, ich bin jetzt einfach mal. Weil hier war ich schon. Achso, ich sollte den Ausgang nehmen. Gut, dann hätte ich natürlich doch das am Wasser nehmen können. Aber mich interessiert natürlich auch hier das Gebiet. Ich bin die Straße noch nie einfach geradeaus durchgelaufen. Das machen wir jetzt mal. Ich hatte noch ein bisschen die Hoffnung, hier von den Links ja nochmal so eine Waffe zu kriegen, wie ich sie aktuell führe. Aber jetzt sind die erst einmal tot. Wing Shogunar.
Er läuft komisch. Ich finde immer noch, er läuft komisch. Ja, klar, geh auf die falsche los. Ich habe schon die Hälfte zu Level 19 wieder fertig. Sehr gut. Also Leveln ist mal nun wirklich überhaupt gar kein Thema in diesem Spiel. Ach, hier gibt es ja noch einen, so einen Händler, der irgendwie komisch sein soll, ne? Das bist aber nicht du. Oh, ob wir den irgendwann mal durch Zufall über den Weg laufen. So, können wir hier überhaupt in den... Können wir nicht so wirklich in den Wald rein? Ich bedenke, wie viel Stress ich mit den ersten Fledermäusen hatte. Und jetzt alleine durch die neue Bewaffnung ist das ja alles quasi hinfällig. Ist schon ein bisschen schade. Nein, eigentlich nicht. Das macht das Spiel ein bisschen entspannter. Ja, brauchen wir nur noch der Straße folgen. Und ich sag mal, es schadet ja auch nicht, wenn man mal ein bisschen entspannt an diese Sachen rangehen kann. Zumal die nächsten Let's Plays wahrscheinlich wieder etwas anstrengender werden, ne? Wenn ich jetzt tatsächlich wie ich vorhabe, Cyberpunk und Dark Souls 2 Shoulder of the First Sin zu spielen. Gerade letzteres. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen wieder angefangen, es zu spielen, um. Da sind wir schon angelaufen. Um noch so ein bisschen wieder reinzukommen in die Mechaniken. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Spiel damals nicht wirklich effektiv durchgespielt habe. Also ich habe es durchgespielt, aber dank des Erscheinens von Bloodborne habe ich das wieder unterbrochen und ich habe viele Bereiche gar nicht erkundet und so manche, also an das meiste aus diesem Spiel erinnere ich mich gar nicht mehr. Also ich, effektiv erinnere ich mich bei Dark Souls 2 nur noch an den Anfang. Und leichte, ganz leichte Erinnerungen an den einen oder anderen Bereich, aber grundlegend. Es ist quasi natürlich das erste Mal richtig spielen, weil ich habe ja dann vor, es komplett durchzuspielen. Ja komm, das kannst du sammeln, das ist ein Buch. Hallo, da, danke. Tagebuchseite des Wanderpredigers. Auf dem Weg nach Osten in Richtung Neu-Serene hörte ich, wie einige Reisende über einen Schatz sprachen, den sie hinter dem einsamen Baum auf der Klippe versteckt haben. Ich habe Angst, dass die Leute Verbrecher sein könnten, die diesen Schatz durch Plünderung erbeutet haben. Möge der Erleuchtete mir beistehen. Ich glaube, den Schatz haben wir uns schon geholt. Nein, ich weiß, dass wir uns den Schatz schon geholt haben. Nix glaube. Glauben ist gut, Wissen ist besser. Ich bin mir sicher. Weil wir ja auch schon so ziemlich alles irgendwie erkundet haben. Jetzt bin ich verwirrt. Da hier... Tschüss. Triff dich mit der Gouverneurin von Theleme und frag sie nach dem Malikor. Tirfrade, San Mateo, City of Theleme. 18 Stunden. Ja, das glaube ich, das ist weit. So, und das dauert also auch noch, bis Kurt mit uns reden will. Entsprechend weiter geht's. Ich habe wieder wahrscheinlich 1000 Fragezeichen, die wir abklappern müssen. Zig Nebenquests in der Stadt, die nicht allzu klein sein wird. Mal abgesehen von den Missionen, die wir plötzlich überall noch einsammeln können. Die kleinen Füchse töten.
natürlich nichts anderes zu tun. Aber was man nicht alles macht. So, zeig mir direkt einmal die Karte. Ja, wir können auf zwei Wegen raus und wir können erstmal in das Gebiet rein. Hier glaube ich die schwarzen Lande. Ja, wunderbar. Hi. Ein paar Federn. So, einen, mit dem wir reden können, direkt vor Kopf. Ja, perfekt. Greetings. What can I do for you? Why build an outpost here? Well, we do have to watch over the land surrounding the city, with the bandits, the beasts, and the natives. We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Danke, nein. Wie unspannend. Dann ist da noch was. Ein Händler oder irgendwas nehme ich an. Ein Lagerfeuer. Gut, auch gut. Wir schlagen unser Lager in einem Lager auf. Auch schön. Gut, ansonsten ist das hier ziemlich unspannend. Nicht einmal ein Message Board mit kleineren Aufgaben. Und offensichtlich auch hier kein Ausgang. Ist ja toll, dass mir das auf der Karte nicht so dargestellt wird. Dann können wir den Außenposten auch schon wieder verlassen und dort hinten ist dann die nicht ansatzweise nicht so kleine Stadt, wie ich es angenommen hatte. Also ich habe mit einer großen Stadt gerechnet, aber doch nicht so. Hey, Kollegen, ihr besiedelt die Insel gerade neu. Könnt ihr doch nicht. Alter, das ist ja Kanonenrohr. Riesig. Wir folgen erstmal hier rechts den kleinen Weg. Wir gehen noch nicht in die Stadt. Alle Optionen an der Seite ausloten. Im Umland gewissermaßen. Bevor wir uns... Wo rennst du hin? Jetzt bin ich blind einem Fuchs hinterhergerannt, den ich dann auch noch aus den Augen verloren habe. So macht man das. Ein wahrer Abenteurer, der sich gleich wieder irgendwo in einem Loch festpackt. So, es gibt auf jeden Fall noch mindestens ein Lagerfeuer. Das Fragezeichen ist da. Oh, da ist das Lagerfeuer. Ja, ist perfekt. Dann gucken wir jetzt mal, was hier... Das hier muss später irgendwie ein Pfad sein, den ich begehen kann. Das würde das Lagerfeuer hier keinen Sinn ergeben, beziehungsweise die Möglichkeit eben da hochzugehen. Und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen weiter gucken, was sich denn da versteckt genau. Ein Außenposten. Wieder von der Vertum. Die abgelegene Lichtung. Komme ich noch nicht rein. Ich kann auch nicht mit den beiden reden. Van Matthäus. Ja, sind wir jetzt wieder. Bettchen, nicht die Taste. Da ist ein Außenposten, in den wir nicht reinkommen. So, dann gehen wir jetzt einmal auf die andere Seite. Lagerfeuer gibt es jetzt keine mehr. Da wird wahrscheinlich dann über die Hauptquest oder eine Nebenquest, eher aber über die Hauptquest ein Pfad für uns freigeschalten.
Die man aber mal zwei Stück mit einem Schieb ausschaltet, ne? Krass, ey. Ja. Den Trank nehme ich, die Münzen nehme ich. Der Rest. Unspannend. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, in dem ich tatsächlich mir erlaube, wählerisch zu sein mit den Sachen, die ich mitnehme. Die ich auch so derartigen Leichen plündere. Mit derartigen Leichen meine ich eben Humanoide, die mir Rüstung und Ausrüstung vielmehr geben. Ja. Da ist der Fuchs wieder. Diesmal darf er mir freiwillig entkommen. Also ich ergebe ihm freiwillig die Möglichkeit. So, solange jetzt Gegner auf dem Level sind, muss ich mir auch tatsächlich um die Taktik nicht wirklich Gedanken machen. Ich denke auch, dass ich mir um den Loot keinen einzigen Gedanken machen muss. Der wird nämlich nicht sehr hoch sein. Wer greift mich denn jetzt schon wieder an? So. Also ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber wofür haben die den Außenposten, der hier auf Banditen und wilde Tiere achten soll, um das Umland der Stadt zu schützen, wenn ich innerhalb von 5 Minuten auf eine Gang Banditen und ein paar wilde Tiere stoße? Da ist doch dann irgendwas gesalzen schiefgegangen. Den Hirsch lasse ich am Leben. Da ist eine Tür. In einem Waldhütte. Ein Gefängnis. Das offensichtlich momentan nicht benutzt wird. Und für mich von keinerlei Interesse ist. Es wird aber nicht umsonst hier angefertigt worden sein. Umsonst hier hingestellt worden sein. Wir können also davon ausgehen, dass auch diese Ortschaft noch eine Rolle spielen wird. Möglicherweise, und das ist eine reine Vermutung, das muss jetzt nichts mit dem zu tun haben, wird unser werter Vetter das zeitliche segnen. Und da wir ja so sehr mit den Eingeborenen auf einem friedlichen Kurs stehen und ja auch so ein bisschen aussehen wie die, wird es uns in die Schuhe geschoben und wir werden eingeknastet. Das halte ich für eine durchaus mögliche Storywendung,
allerdings ja, zu 0815. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Möglicherweise kriegt er auch das Smully-Core. Oh, der Vulkan. Ja. Was dann das Finden eines Heilmittels für uns dringlicher machen würde. Für die Mutter ist eh schon zu spät. Die wird wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben sein. Aber den Cousin retten? Na gut. Auf nach Feleme. Wir werden davon aufgehalten. In the name of the Enlightened One, present yourself. Sir de Sade, emissary of the Congregation of Merchants on Tirfredi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Gut. Stadt San Mateus. 35 Millionen Fragezeichen. Nein, ganz so viele zum Glück nicht, aber wir haben hier irgendwo unser Häuschen. Hier links. Ah ja. Deine Unterkunft. Als Diplomat steht dir eine Unterkunft in der jeweiligen Hauptstadt der Nation zur Verfügung. Werktischtruhe gefährden, ausruhen und auf Reisen gehen. Ja, das ist ja nichts Neues, die kennen wir. Dann Straße geradeaus. Wir erkunden noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Bevor wir dann mit der Gouverneurin quatschen. Jetzt hoffe ich, dass das hier lang geht irgendwie. Ja. Ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Diese Stadt ist viel zu groß. Und ich tue mich ja schon in den kleinen Städten echt schwer. Ah. Wo wollt ihr denn noch schicken? Nur weil es mehr werden, wird es halt nicht spannender. Weil die ja trotzdem mit zwei Schlägen kaputt sind, das ist. Weil jetzt habe ich es doch wieder aufgenommen. Inquisitoren. Und die anderen hier auch. Oh. Wen interessiert's? Oh, Kavalleriesäbel, den nehmen wir auch mal mit. Ach, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nun gut, da ist eine Tür. Diese Tür führt zur. Kaserne. Die Groschengarde. Ah, Freund. Wie ist dein Name wieder? Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? De Sade, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? Nix. Gut. That will be all, Quartermaster. Wirst aber wahrscheinlich im Laufe noch für uns spannend werden. Da ist noch einer, mit dem ich. Das ist. Ist das Herbert? Das ist so geil, wie diese Karte einfach mal so absolut kacke ist, ne? Ja, aber dahinter dem ist noch. Ein. Etwas anderes. Da war noch ein. Ein Weg in die Kanalisation. Es ist so unglaublich ätzend. Hier Punkte auf der Karte anzuwählen. Das, da macht man sich keine Vorstellung von. Die Häuser sind selbstverständlich alle komplett identisch aufgebaut. Macht bis zum gewissen Grad auch Sinn. Immerhin. Können die Leute, die dann da hinkommen, sich auch überall direkt zurechtfinden? Was ist das da? Haus von Inquisitor Claudius.
Inquisitor, dann erzähl mir doch mal, warum deine Männer meinten, mich anzugreifen. Einfach mal so. Platz von Ehen. Ja, wo ist denn hier der? Eins weiter. Da ist noch ein Fehler. Locked. Schlosskrankenfähigkeit ist noch nicht hoch genug. Gut. Dann kommen wir darauf nochmal zurück. Hier haben wir ein Lagerhaus. Offizier. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. Norton. De Sade. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Du kannst nichts für mich tun, danke. I've got everything I need. Die Anna Marilyn hat mich geschickt. Aber ich komme schon zurecht. Ich weiß auch gar nicht, was ich dir sagen will. Weil eigentlich ist das geschwindelt. So, das heißt, da ist das Hafenviertel. Dann sollten wir auf jeden Fall, wenn wir uns da bewegen wollen, einmal auf die Hafenausrüstung umspringen. Das müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Damit wir hier nicht in Schwierigkeiten geraten. Oh, toll. Episch. Das hat sich ja gelohnt. Es hat auch ultimativ gut funktioniert hier irgendwie. Ja. Kletter wieder zurück. Dann wechseln wir direkt wieder die Ausrüstung. Eieieiei. Der ist besser. Wieso habe ich denn jetzt nicht genug... Achso. Hä? Nicht genug Ausdauer? War das der denn nicht? Den konnte ich vorher schon nicht anziehen, okay. Dann war das der hier, den ich anhatte. Der hier ist aber noch ein bisschen besser. Ah! Ich weiß aber auch, warum ich den anhatte. Ja, ist aber egal, weil ich hier auch Schlussknacken drauf habe. Gut. Karte. Ein paar Minuten können wir uns ruhig noch gönnen. Dann gucken wir mal, ob wir hier rechts rum irgendwie laufen können, um dort zu dem letzten Fragezeichen zu gelangen. Ah ja, guck mal, hier können wir einfach zum Hafen gehen. Und uns dann dort das Fragezeichen erarbeiten, nein, erkunden. Mit Arbeit wird das wenig zu tun haben. Es wird eine Tür sein und diese Tür ist wahrscheinlich ein Lagerhaus. Okay, ich hätte jetzt mit einem Gefängnis gerechnet. Damit ist das für uns erstmal wieder uninteressant, bis es für eine Mission interessant wird. Gut. Dann hätten wir die Seite abgehakt. Dann können wir jetzt die zwei Fragezeichen noch absetzen und dann zur Gouverneurin marschieren. Dann haben wir in der Folge wenigstens das meiste Unspannende erledigt. Wäre das natürlich schön, wenn ich mir eine neue vernünftige Route zurecht hätte legen können. In den Teil der Stadt komme ich offensichtlich nicht, da ist ein Tor im Weg. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Hafenstraße. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Was ist da? Ist das hier die Tür? Nein, dann ist es die Tür. Öffnen. Wen haben wir denn hier? Das Geschäft des Geldverleihers.
Leider konnte ich den Namen nicht lesen. Der wird oben sein. Nein, der ist geschlossen. Gut, wird also wahrscheinlich auch für eine Quest später interessant. Und ist jetzt eben irrelevant. Dann kommen wir da vorne noch einmal auf den Platz. Und von dem Platz dann zu der nächsten Tür, die wahrscheinlich auch erst für eine Quest relevant wird. Der Ort der Bestrafung. Mhm. Auch Marktplatz genannt. Ja. Was passiert? Inquisitor, ja? Ich mag ihn jetzt schon nicht. Hexenjäger. Do you renounce your gods? Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Yep. Renounce your gods! Ich möchte ihm eine brennende Fackel dahin stecken, wo sonst kein Licht scheint. Das hat er innerhalb von 30 Sekunden erreicht. You stop where you are. Ich stand schon. Stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Würdest du keinen Millimeter mehr gehen? Believe that the God of Light is the one and only God. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor would be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. Your attempts to avoid answering speak for themselves. Answer my question. No, I'm not a believer. What are you going to do now? Burn me at the stake? Your very presence in our holy city is outrageous blasphemy. May he guide my hand. So, dafür dazu. This time brute force has prevailed. But the light always triumphs in the end. I will not forget our encounter. And I am certain that we shall meet again. Kannst es gerne versuchen. Mann. Gut, dann besuchen wir die Botschafterin jetzt nicht mehr. Ich muss mich kurz beruhigen. Ich hasse ihn. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Steffel.